Am Ostersonntag spielte der ASK Kärkisch Rottenturm gegen den SV Großpetersdorf. Trotz des Spiels Hartberg gegen Rapid besuchten über 200 Besucher das Spiel, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Ziermann Karl Heinz und seinem Assistenten Steigl Daniel geleitet. Der Matchball wurde von Landtagsabgeordneten und Bürgermeister Wolfgang Sodl gesponsert, wobei Sodl auch den Anstoß durchführte. Rottenturm befindet sich in der Tabelle auf dem stabilen vierten Platz, wobei Großpetersdorf auf Platz 10 befindet. Also können wir ein spannendes Lokalderby erwarten. Eckball, durchgeführt von Gabriel, Fisli und Tor! Ein Blitzstart für die Gäste durch Andras Fisli. 0:1 in der 6. Spielminute. Und somit ist der Siegesdruck von Großpetersdorf schon mal weg. In der 6. Spielminute das 1:0 für unsere Gäste. Torschütze mit der Nummer 21, Andras Fisli. Rottenturm bleibt nicht untätig, aber der Ball findet keinen Weg ins Tor. Oder flog weit über das Tor hinweg. Spannend wird es in der 39. Spielminute. Fisli, Gabriel, Steinbauer, Schuss, Stange und Tor. Was für ein Glück für die Gäste. Der Ball rollt zum langen Eck, traf aber nur die Stange und flog dann ins Tor. Damit erhöhen die Gäste den Vorsprung auf 0:2 in der 39. Spielminute. Torschütze ist Florian Steinbauer. Ja, 0:2 ist auch der Pausenstand und wir sehen uns gleich wieder in der zweiten Halbzeit. Shoppen mit Sinn und ohne Klimbim, das ist das Motto von Volkshilfe Burgenland Projekt, Sonnenmarkt und Schatzgrube. Volkshilfepräsidentin Verena Dunst lädt alle ein. Und ich lade alle ein, zu uns zu kommen. Sie sehen, jetzt ist einige Tage vor Ostern, alle brauchen Geschenke und hier gibt es ganz, ganz günstige Geschenke für die Oma, für die Enkelkinder oder die Uroma oder die Mama und den Papa. Hier kriegt man einfach alles fast geschenkt und ich freue mich, wenn viele Menschen zu uns in die Schatzgrube kommen, nach Oberpullendorf oder nach Großpetersdorf oder nach Güssing. Genauso lade ich jene Menschen ein, die nicht ein großes Geldbörsel haben, in den Sonnenmarkt. Hier kann man ganz, ganz günstig um wenige Euro für jeden Tag das Essen kaufen. Hier braucht man einen Ausweis, aber so viel weiß ich, dass viele Menschen hier es möglich sein muss, zu uns zu kommen. Die Sonnenmärkte gibt es in Oberpullendorf, in Oberwart und in Güssing. Ich freue mich, wenn Sie zu uns kommen. Sie sind herzlich eingeladen. Ich freue mich über Ihren Besuch. Schauen Sie vorbei, ob in Oberwart, Güssing oder Oberpullendorf. Sie werden überrascht sein von den vielen Angeboten beim Sonnenmarkt sowie der Schatzgrube. Willkommen zur zweiten Halbzeit des Spiels Rottenturm gegen Großpetersdorf. Die erste Halbzeit endete mit 0:2. Schaffen die Rottenturmer das Spiel noch zu drehen? Freistoß, guter Sprung des Tormanns der Gäste, der den Ball sicher fängt. Bis jetzt kommt das Spiel nicht wirklich in Fahrt. Immer wieder passieren Fouls. Zur Erinnerung, in der 62. Spielminute bekam Hemmer wegen Foul eine gelbe Karte. Und jetzt bekommt er für dieses Foul wieder eine gelbe Karte. Das heißt, Patrick Hemmer bekommt Rot und muss das Spiel verlassen. Jetzt wird es für Rottenturm schwieriger, zwei Tore zu erzielen. Eckball. Koch. Tor! Rottenturm verkürzt auf 1:2. Und das mit nur 10 Mann. Torschütze ist Asmir Selimovic in der 76. Spielminute. Aber jetzt schnell den Ball zur Mitte. Kann sie noch ein zweites Tor ausgeben. Die beste Spielzeit waren die letzten 10 Minuten.
Rotenturm hat viele Chancen, den Ausgleich zu erzielen. Jedoch blieb es nur bei Chancen. Nach 4 Minuten Nachspielzeit beendet der Schiedsrichter das Spiel Askö Rotenturm gegen SV Großpetersdorf mit einem Endresultat von 1:2. Ja!